Es ist Showtime. Und los geht's, Elternhaften für Ihre Kinder. Hey Monk, kommen Sie her. Wen haben wir denn da? Den defekten Detektor. Was haben Sie hier verloren? Wer ist das? Richtig, Sie sind... Wer zum Teufel sind Sie? Sagen Sie, kennen wir uns? Ich bin ein Monk. Adrian Monk. San Francisco. Ja? Hey, hallo. Wer? Glauben Sie etwa, dass ich ansteckend bin? Was? Oh, nein, 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 nein. Oh, nicht. Einen Moment mal, ja? Nicht doch, das tut er bei jedem. Erklären Sie mir das. Das ist eine Marotte von ihm. Ich weiß nicht, was hier eigentlich vorgeht und ich habe keine Ahnung, wer zum Teufel Sie sind. Adrian Monk. Ich glaube es nicht, in meiner Werkstatt. Wie geht's? Ganz egal, wer Sie sind. I would remember. Hey, dass Sie hier mal wieder aufkreuzen. Ich bin Ihr Geschäftsführer und muss mit Ihnen sprechen. Say hi for me. It's like a dream come true. Was für eine Ehre. Die menschliche Natur. Sie könnten alles erreichen mit seinen genetischen Qualitäten. Nur das Ziel vor Augen, auf fast krankhafte Weise. Du stehst vor dem klügsten Menschen der Welt. Gut, aber er ist kein Zauberer. Ich habe sie schon bewundert, als ich noch ganz stark war. Ganz klein. Ganz klein war. Ich bin ihm nur ein paar Mal begegnet, als ich noch klein war. Er war nicht allzu beliebt. Ich habe diesen Kerl schon mal gesehen. He's your friend. Jetzt mag ihr ne! Was? Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Augenblick, ja? Nein, wo ist das Bad? Ich muss mich suchen. Sie es oben. Haben oben. Sie das gesehen? Mit beiden Händen? Ich hab's gesehen. Machen Sie bloß keine Szene. Ein ganz netter Kerl. Ich weiß, dass ich ihn kenne. You know him? Yes. He's good. He's very good. Cool. Cool. Cool, don't say it. He is a higher level. Da weiß man, was man sagt. Kevin! What's it about? Können Sie sich an mich erinnern? Diesen Kerl, ich kenne ihn. Was ist mit dem Gesicht los? Ich sehe, Sie starren mein Gesicht an. Dieses Gesicht! Ich habe es schon mal gesehen. Sie könnten mein Gesicht auf Ihrem Namensschild tragen. Liegt in meinem Gesicht... Warte mal einen Moment. Hast du etwa noch was dran verändert? Die Typen zu Hause können meinen Anblick nicht mehr ertragen. Wann hat jemand das letzte Mal auf eine Fotografie geguckt? Nein, nein, ich denke, darum geht es nicht. So scharf bin ich nicht auf ihn. Adrian, haben Sie den Kerl schon mal gesehen? Ich weiß es nun mal. That's a little confusing. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Wow, die Fußböden sind so... Das glaube ich nicht. Ich bin hundertprozentig in etwas reingetreten. No. Now first, we must clean that. Ich mach's aber Büro. Dann wisch mal schön. Du fegst und wischst diesen Laden hier. Das taugt nichts. Und du wischst den Boden in irgendeinem versifften Laden. In der Hölle. Stinks. So, Sie Genie. Kommen Sie, Sie müssen mir was geben, mit dem ich arbeiten kann. Kommen Sie her! Ein Privatdetektiv für eventuelle Nachforschungen. Wo steckst du? Hier ist er. Könnten Sie mir nicht endlich sagen, was hier los ist? Ich möchte mit Ihnen ins Geschäft kommen. Überlegen Sie sich's. Passen Sie mal auf. Wir verzichten dafür alle lieben gerne auf unser Wochenende. Also ich jedenfalls. Ich arbeite nur noch hier, weil ich die Arbeitszeit so schätze. Die Todesfälle sind meist was sehr Appetitliches. Ich frage mich nur, ist hier überhaupt ein Verbrechen verübt worden? Etwa Angriff mit tödlicher Farbe? Also irgendwo fehlt mir da der Anreiz. Hören Sie sich, Schwachkopf. Können Sie mir einen Gefallen? Halten Sie immer schön den Mund. Denken Sie, dass Sie das können? Wenn der Deal steht, sind Sie raus aus der Geschichte.
Die sind hinter mir her. Aber wahrscheinlich ist Chefchen etwas paranoid. Nein, ich bin zu psychotisch, um mich an etwas zu erinnern, was länger zurückliegt als der gestrige Tag. Ja, ich weiß, deswegen kommen wir beide ja auch so blendend miteinander aus. Einem Psychiater, falls wir draufsetzen. Verzeihen Sie, ich bin Adrians Psychiater. I'm quitting my practice, I'm retiring. Was? I don't know what I'm gonna do with that. Versuchen Sie es doch mal mit einem anderen Psychiater. He can't retire. The man can't quit. Denial. Ärger, Handel, Ablehnung, Depression, Akzeptanz. Die fünf Stufen. And the grieving process. You are dead to me, you understand me? Step two, that's anger. I can hire you full time. This is step three, it's bargaining. Die Falscherei geht also schon los. Why is it always me? Everybody's always leaving me. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kündige. Sharona. Depression. Ich bin der Nachfolger von meinem Vorgänger, aber das wissen Sie ja bereits. Ja, ich weiß. Natalie. Stimmt, genau. And finally acceptance. I'm just gonna have to find another doctor. Oh Gott. Werfen Sie einen Stein, dann werden Sie hier schon einen treffen. Werfen Sie hart. Nein, übel nicht. Sie haben ja keine Ahnung, wie das jedes Mal klickt. Katsching! Nicht runterkommen! Das ist wirklich beeindruckend. Es ist diese Mischung aus Zen und Sherlock Holmes. Ich glaube, ich sollte mal was erklären. Ich bin kein Therapeut. Ja. Bitte. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich übernehme das Reden und Sie halten immer schön den Mund. Morgen, ihr Lieben. Irgendwas hier duftet hochinteressant. Hören Sie, ich will Ihre Zeit nicht verschwenden, deshalb esse ich, während wir reden. Haben Sie was dagegen? Haben Sie nicht. You can't believe how good this is. Oh ja, die schmeckt bestimmt. Ganz kostbar. Not for me, because it's not good for my stomach. Willst du probieren? Nein, vielen Dank. Wollen Sie wirklich nicht? Nein, danke. Reagieren Sie allergisch auf Goldfisch? Nein, ich bin allergisch gegen Lebensmittel, die sich in einer Schale befinden, in der oft rumgekrabbelt wurde. Die Milch, ich habe Angst. Nein, dann nicht. Sie sind verwirrt. Brauchen Sie einen Rat? Reden Sie mit einem anderen. Mann, die wären schön dumm, die Kuh zu schlachten. Kill yourself. You have to kill yourself. You... After you eat this, you can't live. Das ist Selbstmord. Das Leben ist kurz. Man should be in the prison for the food he served. Los an die Wand! Er wird's bald! Hey, ich will eine Zigarette! Hör damit sofort auf! Ich habe die Wahrheit geoffenbart! Sehe es, ich sage es, sie zahlen. Wir haben hier eine Geschäftsbeziehung. Ich habe Kontakte, Philadelphia, New Jersey. Wird überhaupt irgendjemand einen verdammten Teil ihrer Geschichte bestätigen? Ich kann beweisen. Oh, das ist doch wohl ein Witz, oder? Ist bereit zum Einsatz? Ja. Nein, ist nicht wahr. Ist nicht verfügbar. Aha. Aber... Und dann sind da noch Sie. Ich rede nur mit Ihnen, weil Sie aus seiner Mannschaft sind. Dafür haben wir Sie eingestellt. Sie will ich auch da sehen. Noch etwas. Bis diese Fragen beantwortet sind, lasse ich Sie nicht einen Moment aus den Augen. Der kann einem ganz schön auf den Sack gehen. Sag mir, dass du nicht für sie arbeitest. Du redest von dem Fall? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du verfluchter Schweinehund! Das können Sie laut sagen. Ach Gottchen, ich werde es Ihnen leicht machen. Tatsache ist, dass dieser Lügner, dieser dreiste Hochstapler, sich an Sie gewandt hat, damit Sie ihm aus der Patsche helfen, dieser unverfrorene Mistkerl. Das klingt so, als würden Sie denken, Sie könnten das, was ich tue, genauso gut. Das tue ich ja auch, 24 Stunden am Tag.